Willkommen zurück zu Diablo 3. Ich bin Sayatam von Candlelight Gaming. Im letzten Part haben wir den krass korrumpierten Engel Usrael, irgendwie sowas, kaputt gehauen. Hat sich eine Weile gezogen, war aber doch ein recht interessanter Kampf, fand ich. Also trotz doch recht gutem Equipment und sowas, lange gedauert und ging ganz gut. Wir haben ein bisschen mit Maitael gequatscht, der gesagt hat, im Tod gibt es nur noch Frieden oder sowas. Also ganz einfache Message. Wir sollen alle sterben. Dann sind wir auch alle, können wir auch alle in Frieden, naja, tot sein. Usrael ist tot, und ohne seine Führung sollten die Seelenernte eine leichte Beute für Thorions Männer sein. Ihr habt Vestmark gerettet. Doch wir wissen noch immer nicht, weshalb Maitael den Seelenstein will, und er wird mit jeder Sekunde stärker. Uns läuft die Zeit davon. Diese seltsame Frau, die ihr mitgebracht habt, glaubt, sie könne helfen. Sie hat darauf bestanden, sofort mit euch zu sprechen. Ich will nicht mit seltsamen Frauen reden, die sind so, naja, so seltsam. Ich will nicht. Aber wenn es mal wieder an mir hängen bleibt, gut, dann muss es so sein. Celdo, ich weiß, wie ihr Maltael finden könnt. Aber es wird euch nicht gefallen, was ich zu sagen habe. Und das wäre? Es gibt nur eine, die euch sagen kann, wie ihr Maltael finden könnt. Sie erwartet euch in den Blutmarschen. Und ihr kennt sie bereits. Adria. Adria. Na, Yippie. Das kranke, korrumpierte Weib ist ja auch Ich Helfer. lasse euch nicht allein ziehen. Ist das so? Jemand muss dafür sorgen, dass ihr Adria nicht tötet, bevor sie euch Maltaels Aufenthaltsort preisgibt. Kommt mit, wenn ihr es für nötig haltet. Doch Adria wird für das zahlen, was sie Lea angetan hat. Usrael und die Seelenernte sind tot. Die Menschen von Vestmark können mit dem Wiederaufbau beginnen. Lorat und ich gehen in die Blutmarschen, um Adria zu stellen. Sie weiß, wie wir Maltael finden können. Doch vor allem werde ich ihre Blutschuld einfordern. Ab mit ihrem Kopf, tötet die Hexe. Wir hatten den schwarzen Das habe ich nicht Seelenstein in den gesagt. Tiefen der Nephalem-Ruinen hier in der Nähe versteckt. Wir dachten, er wäre dort sicher. Aber Maltael hat ihn nichtsdestotrotz gefunden. Ah ja, also nicht ganz so sicher, Ich halte mich für einen Experten auf dem Gebiet der Sumpflinge. Der Sumpfling an sich ist eine kleine, seltsame Kreatur, die sich hauptsächlich mit der Futtersuche und dem Graben beschäftigt. Unter normalen Umständen fürchten sie uns Menschen. Doch wenn sie unter dem Einfluss magischer Objekte stehen, werden sie sehr aggressiv. Besonders Ringe scheinen es ihnen angetan zu haben. Okay, also Vorzüglich! wenn man von der Futtersuche ausgeht, könnte das auch ich sein. Nur bin ich nicht ganz so klein und nicht ganz so dick. Komische Sumpflinge. Alles sehr verzweigt hier hinten. Ja. Das geht ja fix, aber hier ist auch irgendwie recht linear, irgendwie so richtig viel verlaufen war hier gerade eh nicht. Wo ist das Miststück? Dies ist der Eingang zum Grab. Doch jemand hat ihn zum Einsturz gebracht. Adria. Wir werden einen anderen Weg in die Ruinen finden müssen. Wie wär's Was mit war dem hier? das? Ich weiß, es ist eine abgedrehte Theorie, einfach da durchzugehen, wo das lustige Zeichen auf der Wand ist, aber dachte ich, erwähn's einfach mal. Nanu? Sind ja Mein auch Zorn niedlich. reicht dafür nicht aus. Der Hauer
Dauersumpfler ist eine großgewachsene wilde Bestie mit äußerst schlechter Laune. In Begleitung von Sumpflinggruppen legt er sich mit allem... Dies war nur ein Zugang zur Stadt. Ups. Überall in den Blutmarschen kann man Siegelsteine finden, die uns zum Haupteingang führen. Für die meisten sind diese Siegelsteine nutzlos. Doch einem Nephalem wie euch sollten sie den rechten Weg weisen. Okay, wenn du das sagst. Auf und davon. Bis zur Unendlichkeit. Ich finden, Adria. Denkt daran, an die notwendigen Informationen zu gelangen, bevor ihr... Natürlich. Nun, das klingt nicht sehr beruhigend. Noch nicht bereit. Naja, erwartet er, dass wir freundlich zu ihr sind? Schließlich hat sie uns verraten, hat eine Freundin... den Keim Diablos eingepflanzt, also... Oh. Freunde tun so etwas nicht. Freunde tun, naja, freundliche Sachen, aber nicht... Ich werde euch alle umbringen und die Weltherrschaft an euch, an mich reißen Sachen. Außer sie laden einen ein, das zu tun. Also, mitzumachen. Das erste Mal, als ich eine Hexe sah, war auf einem brennenden Scheiterhaufen. Mein Vater brachte mich zum Dorfplatz, damit ich es mit ansehen konnte. Schau genau hin, sagte er. Das ist das Antlitz des Bösen. Aber sie sah aus wie jede andere Frau und brannte ganz gewöhnlich. Als die Flammen sie verschlangen, fanden ihre Augen die meinen. Und ihr entfuhr ein Lachen. Sie wusste, was mal aus dir wird, Mädchen. Sie hat es gespürt, dass das Böse in dir steckt. Dass du einmal das Ende der Welt herbeiführen könntest. Oh mein Gott, eine Falle. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Dies ist einer der Siegelsteine. Doch wenn ich mich nähere, passiert nichts. Lasst es mich versuchen. Klopp. Es gibt 4 Eingänge in die Nephalem-Stadt. Ein jeder von ihnen ist durch ein Siegel markiert. Oh. Doch nur eines weist auf den richtigen Eingang zur Gruft hin. Wenn ihr diese Steine aktiviert, verschwindet eins der falschen Siegel. Okay. Mein Vater hat es nie verstanden. Er wurde in eine reiche und privilegierte Familie hineingeboren und suchte Zeit seines Lebens seinen Stamm zu bewahren. Ich war sein Fleisch und Blut, aber ihm waren die Namen in seinen Büchern und die Gesichter in seinen Gemälden an der Wand wichtiger als seine lebendige Tochter. Etwas kommt. Ich glaube, es will uns wehtun. Dann lassen wir einfach nicht zu, dass es uns wehtut. Bisher hatte ich ja meinen Assistenten für die lauteste Kreatur der Welt gehalten, aber das war, bevor ich den kreischenden Schrecken entdeckte. Diese fledermausartige Monstrosität erzeugt den ohrenbetäubendsten Lärm, den man sich nur vorstellen kann. Wodurch sie das Wunder vollbrachte, meinen Assistenten noch lauter schreien zu lassen. Ich glaube, meine Kopfschmerzen werden mich noch wochenlang begleiten. Vielleicht hätte er sich einen anderen Assistenten mitnehmen sollen. Nur so. Ganz vage Theorie. Hätte ihn einfach in irgendwelche Monster verfüttert. Ich muss noch einen weiteren Siegelstein finden, um zu erfahren, welches Siegel auf den richtigen Eingang hinweist. Kriegen wir hin. Wir fangen ja gerade erst an. Upp. Nanu. Hier geht ja auch richtig die Post ab. Welche, wow, abgefahrenen, giftigen Mistviecher. Na, kannst du da mal bitte rauskommen? Komm, komm. Put, 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 put. Großes, hässliches Monster, komm her. Ach man. Ich will nicht unbedingt in deiner komischen grünen Grütze stehen bleiben. Geht doch. Weg ist er. Aber wir könnten ruhig mal was Schönes fallen lassen. Zweihandregel.
Mehr Stärke, ein bisschen Life. Ja. Ja, ja, vielleicht könnte man doch mal darüber nachdenken, wieder. Kritischer Trefferschaden, wobei unser kritischer Trefferschaden natürlich heftig ist. Ich würde sagen, wir testen einfach mal diesen Pflege. 6000 und. Oder? Nee, das Ding. Da. Ich frage mich, wie viele Kreaturen hier schon verendet sind. Und ich frage mich, wie viele hier noch nicht verendet sind. Hä? Okay, irgendwie war das jetzt doch nicht so berauschend, würde ich sagen. Dann bleiben wir dabei. Jetzt müssen wir doch wieder auf... Ich hab was verpasst? Ich verrechne? Wir suchen einfach nach einer richtig schönen Waffe. Irgendwann finden wir schon immer wieder in die Grütze. Diese blöden Mistviecher hier mit ihren Pfeilen. Giftpfeilen und Fallen und... BAMS! Hat er gesagt, eines Tages werden wir auch so gut wie er? Witzig! Weil geborstene und Gegner diesem geweihten Bogen finden allein pro Sekunde 155% Waffenschaden als Feuerschaden. Yay! Was haben wir gerade hier? Ich finde, das reicht auch. Wir machen jetzt mal diesen geborstenen Boden. Das finde ich nämlich ganz cool. Haben wir noch eine weitere Fähigkeit, die Schaden macht mit der Weihe? Darauf habe ich doch gewartet. Ich finde, der normale Heileffekt ist auch ganz cool. Der scheint ja zu bleiben. Und wir haben eine Höhle. Ich würde sagen, wir gehen da mal rein. Und gerade so. Oh. Ach ja, wir haben ja jetzt eine zusätzliche Fähigkeit, die von unten auch noch Schaden macht. Nein, nicht wegrennen. Bleib hier. Ich will doch, dass du Schaden bekommst in meinen Fähigkeiten und Attacken und so. Dann halt so. Komm schon. Geh kaputt. Los. Und nimm deine blöde Grütze mit. Geh doch. Und ein Abstecher in die Höhle. Des Jägers Versteck. Super. Lauter leere Käfige. Was da wohl drin war? Oh. Oh. Was bist du für ein kleiner Scheißer? Oh, natürlich immer in die Fallen rein. Okay, die Fallen sind wirklich super anstrengend. So. Jetzt können wir den vielleicht ganz in Ruhe kaputt machen. Geh mal da raus. Kann er also auch noch. Zack. Oh, das ging doch. Und ein neuer Ring. Ja, doch. Ich würde sagen, dafür nehmen wir einfach mal den weg. Das war auch lustig. Aber wir suchen immer noch. Ha? Auch schön? Aber nein, danach haben wir nicht gesucht. Na kommt alle her. Kommt kuscheln. Zack. Verbrennt im Licht. Irgendwie ist hier ganz schön was los in dem Sumpf. Da fragt man sich, wer geht denn freiwillig hierher? Ob wir hier wohl richtig sind. Au! Eine Falle. Keine Ahnung. Sieht so aus. Oh. Wo sind wir denn hier? Oh, klar. Das hier sieht ja auch schön aus. Ich habe mich schon immer gefragt, wie sehr sich Adria Diablos macht. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Der Blutgolems deuten darauf hin, dass sie über mächtige Magie verfügt. Diese Fleischschlinge wurden aus Erde, Steinen und Dämonenblut erschaffen.
und sind davon besessen, sich Menschen einzuverleiben, um ihnen ähnlicher zu werden. Hoffen wir, dass ihnen das niemals gelingt. Kniet nieder vor Zakarum. Nur Geduld. Ach, verdammt. Na komm. Kommt alle her. Kommt kuscheln. Kommt alle kuscheln. Die Fleischschamanen wurden aus dem Blut der Hexe Adria erschaffen. Aus diesem Grund können die Schamanen, die Adria, auch Magie einsetzen, die die Macht von Blut und Feuer kanalisiert. Glücklicherweise hat Adria nur eine begrenzte Menge an Blut zur Verfügung. Und auch das nicht mehr lange. Schön. Die Phantasmen unterscheiden sich stark von allen anderen Geistern, die ich in Sanctuario zu Gesicht bekommen habe. Sie erinnern an niedere Dämonen. Jedoch werden die Seelen von Dämonen immer in den Höllen wiedergeboren. Ich vermute, dass es sich bei den Phantasmen um die Überreste früher Nephalem handelt, in denen mehr Dämon als Engel steckte. Na Mensch. Da sind ja richtig schöne Sachen, die hier zusammenkommen. Was machst du denn hier ganz alleine? Ich find's immer schön, wenn er das Blendpulver ansagt. Dann mal sowas von irgendeinem Anime oder so. Wo die Helden immer die Attackentitel sagen, wenn sie sie einsetzen. Oh, kommt alle her. Verbrennt alle in meiner Weihe. Oh, wieder was zu erzählen. Schön. Ich habe einen uralten und kryptischen Folianten gefunden, dessen Seiten eine sagenhafte Geschichte erzählen. Die geheime Geschichte eines Volkes namens Nephalem. Mit anderen Worten, Götter. Nie gehört. Und ihrer untergegangenen Zivilisation im Westen. Wenn dies der Wahrheit entspricht, wie kann es dann sein, dass alle Spuren bis auf diesen einen Folianten verschollen sind? Zufall? Illuminaten? Macht eure Telea doch nur nie ihre Mutter wiedergefunden. Als hätte das noch irgendwas geändert, hätte sie sie nicht gefunden. Ich denke, Adria hätte auch so eine Möglichkeit gefunden. Ah. Manchmal sollte ich etwas warten, bis noch mehr von diesen blöden Mistviechern kommen. Die Höhle hier scheint auch kein Ende zu nehmen. Immer noch nicht genug? Meine Güte. Kommt hier auch noch irgendwas Interessantes? Na komm schon, wenn ihr sowieso alle gerade kuscheln wollt, dann kommt näher. Verbrennt in meinem heiligen Feuer. Zack. Kniet nieder vor Zakarum. Ich glaube, die interessieren sich herzlich wenig für Zakarum. Nur so eine Theorie. Ach, super witzig, wie sie immer diese Pentagramme auf dem Boden hinterlassen, wenn sie sterben. Meine Güte. Hat das Ding auch ein Ende? Oh, kommt alle her. Na, kommt schon. Kommt schon, hier ist für jeden was dabei. Kommt einfach alle kuscheln. Eine neue Waffe! Lass mich durch! Geht alle kaputt! Stirb schon! Na los! Ich sagte stirb! Und du auch! Weg mit euch jetzt! So,
Habe ich aber die Schnauze voll. Eine neue Waffe. Ganz toll. Schön. Blutungsschaden ist ja an sich gar nicht so blöd, aber so ganz ohne Stärke irgendwie noch mit drauf finde ich das nicht ganz so toll, muss ich ehrlich gestehen. Deswegen verzichte ich auf die Waffe. Weil minus 11% Schaden finde ich jetzt auch nicht so berauschend. Und ich wette, gleich kommt hier bestimmt irgendwas, aber ja. Aber ich bin jetzt einfach mal so frei und würde sagen, mit diesem hübschen Gegenstand an der Stelle beenden. Doch annehmen, dass die allmächtigen Vorfahren der Menschheit in der Lage gewesen wären, Gänge zu bauen, die nicht in Sackgassen enden. Ständig quatscht der mir rein. Eigentlich wollte ich nur sagen, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zuschauen. Wir machen an der Stelle einfach mal Schluss. Ja, lasst wie immer Kommentare da, lasst Bewertungen da, lasst da, was auch immer ihr da lassen wollt. Und dann hoffe ich, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Auf Wiedersehen.